Anomalie wird durch Kommunikation beeinflusst. Beziehen Sie sich nicht in Wort und Schrift auf sie, es sei denn, Sie wurden geschult. Artikelnummer. Redigiert aufgrund von Protokoll 4000 ESHU. Objektklasse. Keter. Sonderverwahrungsverfahren. Der in diesem Dokument beschriebene extradimensionale Ort sowie die darin enthaltenen Entitäten und Landmarken stellen nomenklative Gefahren der ESHU-Klasse dar und dürfen daher nicht mit einem Namen, Titel oder einer Bezeichnung versehen werden. Es dürfen nur Umschreibungen verwendet werden, wenn man sich auf den Wald außerhalb des normativen Raumes und dessen einheimische Entitäten bezieht. Die Umschreibungen eines Subjektes dürfen nicht wortgleich sein oder sich wiederholen. Um Klarheit zu schaffen, ist es erlaubt, dass Umschreibungen farblich kodiert werden und für die nomenklative Vielfalt ist es weiterhin erlaubt, eine blumige Sprache zu verwenden. Im Fall eines nomenklativen Verwahrungsverstoßes muss die für den Zwischenfall verantwortliche Person unverzüglich das Standardprotokoll der ESHU-Klasse zur Reetablierung der kontrollierten Verwahrung durchführen. Sollte die Person nicht in der Lage sein, dem Protokoll zu folgen, fällt die Verantwortung für eine erfolgreiche Durchführung an den nächsten Angehörigen besagter Person. Wenn die für den Verstoß verantwortliche Person keine Angehörigen besitzt, ist ihr Name aus allen vorhandenen Dokumenten und Aufzeichnungen zu entfernen. Alle anderen Personen, die den gleichen Namen besitzen, sind mit einem G-Klasse-Amnestätikum zu behandeln und mit einem neuen Namen zu versehen. Gemäß der Verordnung O5-4000-F26 muss pro Jahr mindestens eine erfolgreiche Expedition in das fremde und gefährliche Waldgebiet durchgeführt werden, um etwaige Abweichungen von der Grundabnormalität festzustellen. Wegen des hohen Risikos, das mit dem Betreten des Ortes, an dem die Namenlosen gefunden werden, verbunden ist, muss das zur Durchführung der Erkundung entsandte Personal zuvor im Standarderkundungsprotokoll, welches in 4000 SEP beschrieben ist, geschult werden. Nicht autorisierte Berichte über den in Schornstein gefundenen Wald müssen mittels des Standardprotokolls zur Informationseindämmung unterdrückt werden. Unbefugten Personen mit Kenntnissen von Verfahren 4000 Holloway sind Anästhetika zu verabreichen und können nach einer Zeit der ausführlichen Rehabilitation freigelassen werden. Die Art der Anästhetika wird von Fall zu Fall festgelegt. Beschreibung: Beim fraglichen SCP handelt es sich um ein extradimensionales Waldgebiet mit zahlreichen anormalen Eigenschaften, einschließlich eines gefährlichen Nomenklaturphänomens. Auf diesen anormalen Ort kann mittels 4000 Holloway zugegriffen werden. Siehe Dokument DOC-4000-H. Nach Abschluss des Verfahrens treten die Subjekte aus der Öffnung eines baufälligen Ziegelsteinbrunnens hervor, welcher im Waldboden eingelassen ist. Die einzige Möglichkeit, das ungewohnte Gelände sicher zu durchqueren, ist die Benutzung eines einzelnen Feldweges. Bei allen Erkundungsmissionen, welche vom besagten Weg abgewichen sind, kam es zum sofortigen Kontaktverlust mit den beteiligten Personen. Die einzige sichere Straße darf nur in eine Richtung bereist werden und jeder Versuch von Personen, sich umzudrehen und den Weg zurückzukehren, den sie gekommen sind, führt zu einem vergleichbaren Kontaktverlust. Die ungenannte Welt hält sich nicht an die Beschränkungen eines linearen Raums. Kartografierungsbemühungen haben bei den unterschiedlichen Expeditionen zu sehr unterschiedlichen Wegläufen geführt und Abschnitten der vorgeschriebenen Route, welche sich überschneiden oder überlappen sollten, dies aber nicht tun. Ähnliche topografische Anomalien wurden auch in geonormativen Wäldern beobachtet, obwohl keine direkten Zusammenhänge zwischen diesen Phänomenen bestätigt werden konnten. Die einzige Übereinstimmung im Layout ist der Zugangspunkt, der sich immer an beiden Enden der Hauptstraße befindet. Die einzige Möglichkeit für ein Subjekt, den Wald, der keinen Namen hat, nach Beginn seiner Reise sicher zu verlassen, ist die gesamte Strecke zu laufen und dadurch am anderen Ende, am Ort, an dem sie angefangen haben, anzukommen. Bisher wurden bereits eine Vielzahl anormaler Entitäten, die in den namenlosen Lebensraum beheimatet sind, dokumentiert. Sofern nicht beobachtet, durchlaufen einheimische Entitäten häufig Veränderungen ihres physischen Aussehens und Körperstruktur, was die Bestimmung, bei welchen aufgezeichneten Entitäten es sich um einzigartige Wesen handelt und welche lediglich neue Iterationen bereits dokumentierter Entitäten darstellen, erschwert. Laut Behauptungen der Entitäten haben diese keine Kontrolle über die Veränderungen und es gibt häufige Äußerungen der Unzufriedenheit, wenn diese auftreten. Einheimische Entitäten versperren oft den Weg, den die Subjekte gehen, sodass, um ein Vorankommen zu ermöglichen, es notwendig ist, mit ihnen zu interagieren. Die Entitäten sind intelligent und oft sehr temperamentvoll. Man kann aber sicher mit ihnen interagieren, solange die in 4000-SEP festgehaltenen Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden.
In seltenen Fällen wurde jedoch von einheimischen Entitäten berichtet, die menschlichen Lebewesen inhärent feindselig gesonnen waren. Die Konsequenzen für die Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen hängen von der Persönlichkeit der beleidigten Entität ab. Formen der Vergeltung, auf welche Subjekte stoßen können, umfassen verbale Rügen, Gewalttaten und anormale Veränderungen der physischen, konzeptuellen oder nomenklativen Attribute des Subjektes. Im Fall, dass eine konsistente Nomenklatur auf das Reich des Unbenennbaren, die einheimischen Entitäten oder seine Landmarken angewendet wird, kann es zu verschiedenen anormalen Phänomenen kommen. Das Wissen über diese Phänomene ist noch immer sehr beschränkt, was zum Teil auch auf das Verbot von nomenklativen Experimenten nach Verordnung O5-4000-F26 zurückzuführen ist. Im Folgenden eine Liste dokumentierter Nomenklaturphänomene. Episodische Clusterkopfschmerzen bei Personen, die der betroffenen Nomenklatur ausgesetzt sind. Visuelle und akustische Halluzinationen bei Personen, die in der Regel durch Nomenklatur beschriebene Umgebungen oder Entitäten ausgesetzt waren. Auch geschmackliche Halluzinationen und Phantosmie wurden in einer kleinen Teilmenge von Fällen berichtet. Plötzlicher Beginn einer psychogenen Amnesie bei betroffenen Personen. Die Entwicklung nichtmenschlicher körperlicher Eigenschaften bei betroffenen Personen, wie zum Beispiel Federn oder Pollensäcke. Die Entwicklung biologischer Komponenten im nicht-biologischen Medien, in denen die Nomenklatur niedergeschrieben oder aufgezeichnet wurde. Plötzlicher, unfreiwilliger Transport von betroffenen Personen in die Wildnis ungenannter Dinge ohne den Einsatz des Verfahrens 4000 Holloway. Manifestation verschiedener Flora in Innenräumen, in denen die Nomenklatur verwendet wurde. Plötzlicher Transport von einheimischen Entitäten in Gebiete, in denen die Nomenklatur verwendet wurde. Biologische Verschmelzung von betroffenen Subjekten und einheimischen Entitäten. Biologische Verschmelzung von einheimischen Entitäten und architektonischen Strukturen, in denen die Nomenklatur verwendet wurde. Extremer Eisenmangel bei betroffenen Personen ohne die zu erwartenden negativen Nebenwirkungen. Die Verordnung O5-4000-F26 wurde 1954 vom Aufsehergremium ratifiziert. Eine Änderung von 1970 verlangt, dass O5-4000-F26 alle 10 Jahre einstimmig vom Gremium gebilligt wird, um in Kraft zu bleiben. Bis heute wurden keine Aufseher-Memos über O5-4000-F26 für niedrigere Freigabestufen freigegeben. Nennenswerte Verstöße gegen das Verwahrungsverfahren. Zugriff auf Inhalte. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Anfrage notable-cb. Zugriff gewährt. Anhang. Im Folgenden finden Sie Beispiele für anormale Phänomene, die bei Nomenklaturverstößen beobachtet wurden. Verstoßdatum 9. Juni 1954. Benanntes Objekt, die Lichtung, von der wir selten sprechen. Zusammenfassung. Entdeckung und der anschließende Verstoß fanden in einem verlassenen Haus im ländlichen Connecticut statt. Die Umstände der Entdeckung sind aufgrund des Mangels an überlebenden Personen unklar. Aber es wurde ein allgemeiner Ablauf der Ereignisse erstellt. Die Zeitstempel sind im NATO-Standardformat angegeben. 1340s. Der Talkessel der unausgesprochenen Titel wird entdeckt und vom Außendienstmitarbeiter Garrett Bradley mit einer temporären Typ-E-Bezeichnung versehen, einer archaischen Objektklasse für die vorläufige Bezeichnung für neu entdeckte Anomalien, die sich noch im ungesicherten Zustand befanden. Dies stellte einen Nomenklaturverstoß dar. 1345s. Außenagentin Moira de Notti betritt das Land hinter dem Schornstein und wird nie wieder gesehen. 1347s. Agent Bradley beginnt allmählich in den Parkettboden zu sinken, sich in der Nähe aufhaltende Agenten fliehen aus dem Gebiet. 1348s. Kurz nach Verlassen des Hauses sind alle Agenten, mit Ausnahme von Timothy Wald, der die Typ-E-Bezeichnung nicht kannte, auf einen Schlag bewegungsunfähig. 1349s. Immobilisierte Agenten geben qualvolle Laute von sich, während sich ihre Torsi in die Länge ziehen. 1351s. Die Ausdehnung endet, nachdem eine mittlere Höhe erreicht wurde, die etwa der Höhe des Schornsteins entspricht, in welchem Verfahren 4000 Holloway durchgeführt wurde. Es kommt zu Rauchausstoß aus den Gesichtsöffnungen. Timothy Wald berichtet diese Entwicklung per Funk an Standort 8. Sekundärer Verstoß wird verursacht, als Timothy Wald immer wieder den Ausdruck der verwendet, um die Welt in der Worte Macht haben zu beschreiben. 1355s. Timothy Wald sagt aus, dass er, Zitat, seinen Namen in den Bäumen sieht. Er wird von Standort 8 Personal angewiesen, seine Aussage zu erläutern. Timothy Wald versucht daraufhin, sein Funkgerät zu konsumieren und verstirbt kurz darauf durch innere Verletzungen. 1359s. Es kommt bei den Gesprächspartnern von Timothy Wald zu starken Kopfschmerzen. Sie werden daraufhin unter Quarantäne gestellt. 1424s. Es treten baumähnliche Knochenausstülpungen aus den Augenhöhlen,
des unter Quarantäne stehenden Personals auf. Das Personal hat nach eigener Aussage keine körperlichen Beschwerden, obwohl es in beiden Augensockeln zur Globusluxation kam. Nachwort. Nomenklative Anomalie wurde schließlich nach zahlreichen Zyklen des multivariablen Kontakts von D-Klasse-Mitarbeitern mit betroffenem Standort 8-Personal entdeckt. Verstoßdatum 22. Dezember 1955. Benanntes Objekt. Der Wanderweg, der sich um das gesamte Gebiet schlängelt. Zusammenfassung. Tisch, Tisch führt die erste erfolgreiche Erkundungsmission im Hain unter namenlosen Sternen durch und wurde im Anschluss sofort unter Quarantäne gestellt. Nachdem er 72 Stunden lang keine anormalen Effekte gezeigt hatte, durfte Tisch, Tisch einen Bericht über seine Erfahrungen schreiben. Als die Forscher zurückkamen, um seinen Fortschritt zu überprüfen, war Tisch, Tisch verschwunden. Spuren von Erde und menschlichem Gewebe wurden später in Bleistift, Papier und im Harvey Mansfield vom Tisch, Tisch gefunden. Verstoßdatum 19. August 1958. Benanntes Subjekt. Die einheimische Entität, die auf einem Thron aus Knochen sitzt und ein brennendes Kind wiegt. Zusammenfassung. Nach Abschluss einer Erkundungsmission verwendet Außenagent Ethan Gnade den gleichen Beinamen mehrmals bei der Beschreibung einer bestimmten einheimischen Entität. Einige Minuten später klagt er über starke Übelkeit und beginnt Blut und Knochenmark zu erbrechen. Es wird berichtet, dass Agent Gnade über mehrere Stunden die meisten seiner Knochen irgendwie oral ausgeschieden hat. Das gesamte Personal von Standort 8 erlebt in den nächsten Tagen akustische Halluzinationen vom Lachen einer Frau. Verstoßdatum 4. März 1966. Benanntes Subjekt. Die einheimische Entität, die einem gefiederten Löwen mit einem skeletalen Widderschädel ähnelt. Zusammenfassung. College-Studentin Vanessa Hayford sucht zahlreiche medizinische Einrichtungen in und um Portland, Oregon auf und behauptet, dass ihr Kopf nur mit Fleisch bedeckt wäre, obwohl es keine Anzeichen von ungewöhnlichem Gewebewachstum gibt. Sie wurde schließlich von Ermittlern der Foundation festgesetzt und im Besitz eines Buches gefunden, das unter anderem Verfahren 4000 Holloway in seiner Gesamtheit beschreibt. Unter Anordnung O5-4000-F26 ist der gesamte Inhalt des Buches nur für Personal mit Freigabestufe 5 zugänglich. Nichtsdestotrotz konnten offizielle Aussagen belegen, dass bestimmte im Buch beschriebene Rituale und Orte starke Ähnlichkeiten mit SCP-1660 und SCP-860 aufweisen. Jüngste Deklassifizierungen haben gezeigt, dass eine weitere Passage sich auf SCP-3560 beziehen könnte, welches mehr als 50 Jahre nach der Bergung des Buches entdeckt wurde. Die Bedeutung davon, dass SCP-3560 bereits vor der Gründung von Anderson Robotics existierte, ist noch unklar. Nachdem die Übereinkunft getroffen wurde, dass das Personal der Foundation bei der Entfernung des Fleisches auf ihrem Kopf hilft, wenn sie sich kooperativ zeigt, gestand Hayford, dass sie das Buch von einem Bekannten in der Bücherei des Wanderers erhalten hatte. Eine solche Entfernung wurde nie durchgeführt. Nachwort. Die stellt den ersten bekannten Fall eines zivil ausgelösten Nomenklaturverstoßes dar. Ähnliche Vorfälle haben sich seither hin und wieder ereignet. Im Jahr 2012, mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Tod von Hayford in Foundationhaft, wurde eine einheimische Entität fotografiert, die oberflächlich einer jungen Hayford ähnelte. Verstoßdatum 30. Oktober 1992. Benanntes Objekt: das Haus, in dem Michael Ashley Vincent während seiner Erkundungsmission mehrere Nächte verbrachte. Zusammenfassung: Agent Michael Ashley Vincent, der mehrere Jahre zuvor eine Erkundungsmission abgeschlossen hatte, benutzte mehrmals den possessiven Ausdruck Haus, während er zwei Kollegen, die keinen Namen haben, Geschichten erzählte. Der folgende Vermerk wurde als mögliche mimetische Korruption gekennzeichnet. Es ist mir egal, was in den Aufzeichnungen steht. Nach 30 Jahren in der Abteilung für Mimetik lernst du, wann du deinem Bauchgefühl folgen sollst. Und gerade jetzt sagt mir mein Bauchgefühl, dass da etwas nicht stimmt. Dr. Storum. Einige Zeit später manifestierte sich innerhalb von Standort 8 ein großes Backsteingebäude, das sich mit der bestehenden Gebäudestruktur an mehreren Stellen überschnitt. Michael Ashley Vincents kopfloser Körper wurde heftig zuckend im Inneren gefunden, während er am Nacken mit einer Lampe aus Elchhörnern verschmolz. Sein Gesicht, das keine Lebenszeichen zeigte, hatte sich ausgedehnt und nahm die gesamte Bodenfläche des Gebäudes ein. Außenagenten wurden in den Mund des Gesichts geschickt und fanden heraus, dass es keinen vollständigen Verdauungstrakt gab und weiterhin, dass Michael Ashley Vincents namenlose Kollegen mit seinem Gaumenzäpfchen verschmolzen waren. Verfahren 4000 Holloway. Zugriff auf Inhalte. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Anfrage doc-4000-h. Zugriff gewährt.
Im Folgenden finden Sie eine zensierte Anleitung für das Betreten des Horizonts jenseits aller Etiketten. Bestimmte Punkte wurden in dieser Version des Dokumentes weggelassen. Die Signalsätze mit den zugehörigen Antworten am Ende dieses Dokuments unterscheiden sich je nach Subjekttyp. Typ 1, das älteste Kind in der Familie. Typ 2, das mittlere Kind. Typ 3, das jüngste oder einzige Kind. Anleitung. Entzünden Sie mit Hilfe von organischem Anzündern eine gleichmäßig brennende Flamme in einem beliebigen Kamin. Kombinieren Sie die zerstoßenen Knochen eines männlichen Rotfuchses, Vulpes vulpes, beliebiges Alter, eines erwachsenen männlichen Löwen, Panthera leo, und eines Bartenwals, Mysticeti, beliebiges Alter und Geschlecht. Schütten Sie die Mischung ins Feuer. Nehmen Sie einen leicht brennbaren persönlichen Besitz von starkem sentimentalen Wert und werfen Sie ihn ins Feuer. Lösen Sie vorsichtig 3 Federn von einem schwarz gefiederten Vogel der Gattung Corvus über dem Feuer und lassen Sie den Rauch diese den Kamin hinauftragen. Wenn Vokalisierungen aus den Flammen hörbar werden, antworten Sie mit der entsprechenden Phrase. Wenn die richtige Antwort gegeben wurde, dehnt sich der Kamin aus und eine Leiter wird herabgelassen. Das Feuer wird keinen Schaden anrichten. Sollte aus irgendeinem Grund eine falsche Antwort gegeben worden sein, entschuldigen Sie sich sofort und versuchen Sie nicht in der Zukunft jemals wieder Verfahren 4000 Holloway anzuwenden. Hinweis: Personen, die während Verfahren 4000 Holloway anwesend sind, aber nicht diejenigen waren, die 4000 Holloway durchgeführt haben, dürfen unter keinen Umständen auf Vokalisierung reagieren oder sich dem aktiven Kamin nähern. Richtige Antworten. Variante 1. Typ 1 Subjekte. Diese Wälder haben Regeln. Antwort: So sagt man. Und wenn du sie brichst? Antwort: Werde ich den Preis bezahlen. Variante 2, Typ 2 Subjekte. Ist da jemand? Antwort: Nur ich. Und wer sind sie? Antwort: Ich schätze, das werden sie noch sehen. Variante 3, Typ 3 Subjekte. Was ersuchen sie? Antwort: Durch den Wald zu laufen. Achten sie auf ihre Manier. Antwort: Durch den Wald zu laufen, bitte. 4000-SEP. Zugriff auf Inhalte. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Anfrage Standard-Erkundungs-Protokoll. Zugriff gewährt. Hinweis: Bei der folgenden Liste handelt es sich um eine gekürzte Version, welche nur Anweisungen enthält, die für das Überleben von entscheidender Bedeutung sind. Personen, welche für Erkundungen ausgewählt wurden, müssen sich auch mit 4000-SEP-3-8 vertraut machen. 4000-SEP-1. Allgemeine Richtlinien für Erkundungen. 1.01. Bevor Sie den Ort, an dem keine Namen erlaubt sind, betreten, müssen Sie mit einem Standard-Erkundungspaket der Foundation ausgestattet werden. 1.02. Der Verzehr von Nahrungsmitteln abseits den im Standard-Erkundungspaket enthaltenen ist untersagt. 1.03. Das Mitführen von Schusswaffen in die Dimension der Bäume ist unter keinen Umständen erlaubt. 1.04. Typ 1 Subjekte müssen es vermeiden, Gegenstände entgegenzunehmen, die als wertvoll angesehen werden könnten. Dazu gehören unter anderem Währungsformen, Edelmetalle, Edelsteine, Gegenstände mit nützlichen anomalen Eigenschaften und gut gefertigte Waffen. 1.05. Typ 2 Subjekte müssen den Kontakt zu einheimischen Entitäten vermeiden, welche dem Subjekt Zuneigung oder romantische Gefühle entgegenbringen, und sie dürfen nicht den Anschein erwecken, diese Gefühle in irgendeiner Form zu erwidern. Aussagen einer einheimischen Entität, welche Zuneigung oder romantische Anziehung für ein Typ 2 Subjekt ausdrücken, entsprechen nicht der Wahrheit. 1.06. Typ 3 Subjekte müssen es vermeiden, an Aktivitäten teilzunehmen, die allgemein als leichtfertig, luxuriös oder körperlich beruhigend angesehen werden. Dazu gehören unter anderem Tanzen, Rauchen, das Spielen mit Spielzeug, Trinken von etwas anderem als Wasser, Hören von Musik und Schlafen auf einer gepolsterten Oberfläche. 1.07. Gebäude, welche neben dem Weg, den man gehen muss, auftauchen, können betreten werden, sofern man zuvor am Eingang geklopft hat. Das Verlassen des Gebäudes darf nur über den zuvor verwendeten Eingang erfolgen. Sollten Sie ungebeten das Gebäude betreten, so dürfen Sie innen nicht entdeckt werden. 1.08. Sollten Sie im Wald, der von Regeln beherrscht wird, einschlafen, so müssen Sie Ihre Träume notieren. Hierfür ist ein Traumtagebuch Teil Ihres Erkundungspaketes. Sollten Sie auf markante Orte oder Objekte stoßen, die denen aus einem Traum ähneln, so ist der Traum als real zu behandeln. 4000 SEP-2.
Richtlinien für die Interaktion mit einheimischen Entitäten. 2.01. Begrüßen Sie Einheimische höflich, bevor Sie ein Gespräch beginnen. Falls Sie weiblich sind, ist eine Verbeugung oder ein Knicks angebracht. Beispiele für akzeptable Begrüßungen: Guten Morgen, Hallo, Verzeihung. Beispiele für inakzeptable Grüße: Hey, yo, was geht ab? 2.02. Sprechen Sie mit freundlicher Stimme. 2.03. Machen Sie keine Aussagen, von denen Sie wissen, dass sie falsch sind. 2.04. Machen Sie keine abfälligen Bemerkungen über einheimische Entitäten, während Sie sich in deren Gegenwart befinden. 2.05. Sagen Sie Bitte und Danke, wenn es angebracht ist. 2.06. Wenn Sie sich auf einheimische Entitäten beziehen oder mit diesen sprechen, verwenden Sie gemäß Protokoll 4000 Eshu Beschreibung Ihres physischen Aussehens. 2.07. Verwenden Sie unter keinen Umständen einen Namen, Titel oder eine Bezeichnung für eine einheimische Entität, selbst wenn diese sich damit vorstellt. 2.08. Geben Sie nicht Ihren Namen, Spitznamen, Codenamen, Alias oder eine andere persönliche Bezeichnung an, wenn Sie sich in Gegenwart einer einheimischen Entität befinden. 2.09. Wenn eine einheimische Entität anbietet, Ihnen einen Namen, Titel oder eine Bezeichnung zuzuweisen, lehnen Sie dies höflich ab. 2.10. Wenn eine einheimische Entität eine Erklärung abgibt, in der sie mit einem Namen, Titel, einer Bezeichnung oder etwas anderem als einer physischen Beschreibung angesprochen werden oder auf sie verwiesen wird, ignorieren Sie diese Erklärung, als wäre sie niemals abgegeben worden. 2.11. Sollten Informationen erfragt werden, die als vertraulich eingestuft sind, hat man es abzulehnen, eine Antwort zu geben, sich kurz zu entschuldigen und abschließend zu verbeugen. 2.12. Wenn es den Anschein erweckt, dass eine einheimische Entität ihre Hilfe benötigt, erfolgt ihre Reaktion auf Grundlage des Aussehens der fraglichen Entität. 2.12.a. Sollte die Entität bedrohlich wirken, tun Sie alles, was nötig ist, um ihr zu helfen. 2.12.b. Sollte die Entität attraktiv oder harmlos erscheinen, nähern Sie sich ihr nicht. 2.12.c. Sollte die einheimische Entität Hunger haben, so ist sie immer zu füttern. Dies gilt auch im Fall von 2.12.b. 2.13. Versuchen Sie nicht auf tierischen Entitäten, die Ihnen begegnen, zu reiten, es sei denn, Sie haben Ihr Vertrauen verdient und Ihre ausdrückliche Erlaubnis. 2.14. Sollten Sie einen physischen Gegenstand als Geschenk erhalten, nehmen Sie ihn mit beiden Händen entgegen. Werfen Sie dieses Geschenk nicht weg, auch wenn es weder Nutzen noch Wert zu haben scheint. Diese Regel ist nichtig im Fall von 1.04. 2.15. Wenn eine einheimische Entität Ihnen ein nicht physisches Geschenk anbietet oder versucht, einen Handel zu initiieren, lehnen Sie dies höflich ab. 2.16. Sie können Lebensmittel annehmen, die von Einheimischen angeboten werden und diese Lebensmittel anderen Einheimischen anbieten, die Ihnen begegnen, aber nicht selbst verzehren. 2.17. Schlafen Sie nicht in einer Unterkunft, die von Einheimischen angeboten wird. Sie können jedoch in der Residenz einer einheimischen Entität schlafen, solange Sie dazu nicht eingeladen wurden. 2.18. Wenn eine einheimische Entität anbietet, Sie auf Ihrer Reise zu begleiten, akzeptieren Sie, aber sagen Sie ihr nicht, wohin Sie gehen. 2.19. Wenn Ihnen von einer einheimischen Entität geholfen wurde, müssen Sie ihr im Gegenzug ebenfalls helfen, falls Sie dies noch nicht getan haben. 2.20. Sollten Sie auf eine nicht körperliche humanoide Entität treffen, welche behauptet, nicht einheimisch zu sein, ignorieren Sie alle vorhergegangenen Regeln und Prozeduren und befolgen die Anweisungen der Entität. Gesprächsprotokoll 4000-0215. Zugriff auf Inhalte. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Anfrage Interview-4000-0215. Zugriff verweigert. Diese Daten wurden gelöscht. Zugriff auf Inhalte. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Anfrage Interview-4000-0215. Anmeldung EJPOS/M4D754PART-E3. Zugriff gewährt. Hallo Dr. JPOS. Gesprächsarchiv 4000-0215. Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Interviews, die Dr. Eugene JPOS über mehrere Jahre hinweg geführt hat. Diese Daten wurden aus allen allgemeinen Dokumenten auf Grundlage von Anordnung 05-4000-F26 gelöscht. Begegnung 1. Interviewer Dr. Eugene JPOS,
befragt die einheimische Entität mit einem Kopf, der dem eines Kaninchen ähnelt. Vorwort. Interview wurde 2005 während der ersten Expedition von Dr. Japers am Ort, an dem Sprache tödlich ist, geführt. Guten Morgen, fremder Wanderer. Guten Morgen. Es ist schön, hier ein neues Gedicht zu sehen. Entschuldigen Sie bitte den Rauch. Ich lüfte nur meine Gedanken. Wie ist euer Name? Was meinen Sie? Es tut mir leid. Ich fürchte, das kann ich nicht sagen. Dr. Japers verbeugt sich. Ach, sind Sie einfältig. Ich frage nur, wie Ihr Name ist. Mein Name hat in letzter Zeit nach Himbeeren gerochen, glaube ich. Vielleicht auch noch etwas Löwenmäulchen. Ach, es ist heutzutage so schwer zu sagen, aber man muss sich ja trotzdem Mühe geben. Ah, Entschuldigung. Ich fürchte, mein Name hat in letzter Zeit ziemlich herb geschmeckt. Dr. Japers wurde später wegen Verstoßes gegen SEP 2.03 gerügt. Nein, ich bin derjenige, der sich entschuldigen sollte. Ich hätte nicht neugierig sein sollen. Ist schon in Ordnung. Es macht mir nichts aus. Es war schön, Sie kennenzulernen. Aber ich muss mich auf den Weg machen. Wissen Sie wirklich? Mein Haus ist in der Nähe und ich hatte gehofft, Sie zu einem Tee einzuladen. Dr. Japers verbeugt sich wieder. Es tut mir schrecklich leid, aber leider kann ich mir momentan keine Pause leisten. Vielleicht an einem anderen Tag? Na gut. Bis zum nächsten Mal, Fremder, dessen Name eher herb schmeckt. Begegnung 2. Interviewer Dr. Eugene Japers. Befragt der Herr mit dem hasenartigen Gesicht. Vorwort. Interview wurde 2008 während der vierten Expedition von Dr. Japers in den Bau zwischen den Ziegelsteinen geführt. Dr. Japers erklimmt einen Hügel und entdeckt seine hasenähnliche Bekanntschaft, welche sich um ein Stück Kohl kümmert. Guten Tag, Fremder. Entschuldigen Sie mich. Wir haben uns doch schon mal getroffen, oder? Guten Tag. Ich glaube schon. Ja, vor 3 Jahren, wenn ich mich erinnere. Ich erinnere mich jetzt. Sie sind dann damals ganz heilig aufgebrochen. Ja, ich entschuldige mich dafür. Damals war ich ganz neu und misstrauisch gegenüber all jenen, denen ich begegnet bin. Immer noch so apologetisch, wie ich sehe. Egal. Sie sind nicht von hier? Sehr interessant. Aus welchem Wald kommen Sie? Ich komme aus keinem Wald. Ach, Unsinn. Sicherlich haben Sie Bäume, wo Sie herkommen, nicht wahr? Wir haben Bäume, aber nur sehr spärlich. Der größte Teil des Landes ist mit Häusern und Geschäften bedeckt. Dann ist es ein minderwertiger Wald und doch ein Wald. Aber sagen Sie mir, wie sind Sie hierher gekommen? Ich sehe, Ihnen steckt ein Forschergeist. Ich möchte Ihnen gerne eine Frage stellen, wenn das in Ordnung ist. Verzeihen Sie meine fehlenden Manieren. Ich betrachte mich selbst als eine Art Gelehrten, wissen Sie? Und ich bin etwas aufgeregt, wenn ich die Chance habe, von Wäldern außerhalb meines eigenen zu lernen. Bitte stellen Sie Ihre Frage. Als wir das letzte Mal getroffen haben, haben Sie gesagt, es sei schwierig geworden, Ihren Namen zu beschreiben. Haben Sie denn eine Idee, warum das sein könnte? Ich kann nur vermuten, dass es daran liegt, wie lange wir, das heißt, mein Name und ich, schon getrennt sind. Es war ein guter Name, ein stolzer Name. Da bin ich mir ziemlich sicher. Inzwischen ist aber vermutlich viel von seiner früheren Größe verfallen, wenn er überhaupt noch existiert. Wo, glauben Sie, befindet er sich denn zurzeit? Zuerst müssen Sie meine vorherige Frage beantworten, gelehrter Kollege. Dr. Japers nickt. Ich kam durch den alten, aber vornehmen Brunnen am Ende des Wanderweges, den ich gerade begehe. Diese Informationen werden nicht als vertraulich betrachtet. Der andere zögert, bevor er spricht. Oh je. Es ist schon eine ganze Weile her. Ich will ehrlich sein, ich dachte, alle alten Verbündeten wären ausgestorben. Hatte euer Großvater oder ein Verwandter einen Liebhaber hier draußen? Dr. Japers verbeugt sich. Ich bitte um Entschuldigung. Diese Frage kann ich leider nicht beantworten. In Ordnung. Ich verstehe. Ich würde euch zum Tee in meiner Hütte einladen, aber das ist Ihnen nur nicht möglich, oder? Ich fürchte nein. Der Gesprächspartner lacht, pflückt ein Kohlblatt und bietet es Dr. Japers an.
müssen sich nicht so sehr fürchten. Nehmen Sie das hier und machen Sie sich auf den Weg. Dr. Japers nimmt das Blatt mit beiden Händen entgegen. Ich danke Ihnen vielmals. Ich wünsche eine glückliche Reise und mögen Sie den finden, den Sie suchen. Nachwort. Dr. Japers benutzte später das Kohlblatt, um eine einheimische Entität zu füttern, die einer Feldmaus ähnelte, welche ihm wiederum auf seinen Reisen half. Begegnung 3. Interviewer Dr. Eugene Japers. Befragt der Blattspender. Vorwort. Interview wurde 2013 während der 9. Expedition von Dr. Japers in das Tal der unruhigen Wanderer geführt. Aufgrund des einzigartigen Wissens, das derjenige, der das Geschenk des Kohls gab, über unsere Welt zu besitzen schien, wurde Dr. Japers angewiesen, ein ausführlicheres Interview zu führen, sollte es zu einer dritten Begegnung kommen. Zusätzlich wurde Dr. Japers, um das Gespräch zu erleichtern, die Erlaubnis erteilt, falsche Aussagen zu machen, da der Flauschige, nach der ersten Begegnung zu urteilen, anfällig für Täuschungen ist. Auf dem Pfad des müden Abenteurer findet Dr. Japers ein kleines, weißes Häuschen mit Strohdach. In die Haustür wurde eine kleine Öffnung in Form eines Kaninchenkopfes geschnitten. Dr. Japers nähert sich dem Gebäude und klopft an. Hallo? Ist jemand zu Hause? Ja, eine Minute. Genau eine Minute vergeht, die Tür geht auf. Ach, so sehen wir uns wieder. Bitte kommen Sie rein, kommen Sie rein. Dr. Japers wird hineingeführt. Der Innenraum ist spärlich mit Holzmöbeln und Handarbeiten ausgestattet. Sie haben ein schönes Zuhause. Sie haben ein schönes Humor. Der Hausbesitzer eilt zu einer Küchenzeile in der Ecke und beginnt einen Teekessel aufzusetzen. Nein, wirklich. Ich finde es charmant. Wenn Sie das sagen. Es war eigentlich nur als Provisorium gedacht, bis ich die Sachen auf der anderen Seite wieder beruhigt haben, aber naja, Sie wissen ja. Ich fürchte, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Brauchen Sie Hilfe? Nein, 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 nein. Setzen Sie sich einfach an den Tisch da drüben, während ich den Tee für uns bereite. Dr. Japers nimmt sich einen Stuhl und setzt sich. Sie sind sehr großzügig, aber ich glaube nicht, dass meine Verdauung es zulässt. Was für ein armer Kerl. Nun, ich halte die Anwesenheit von dir jedenfalls für beruhigend. Sie sind sehr freundlich. Können Sie mir erklären, was Sie mit beruhigt meinten? Sein pelziger Wirt dreht den Ofen an und starrt aus einem Fenster, welches in einer ähnlichen Form wie das Loch in der Tür geschnitten ist. Ich nehme an, dass eure Verwandten euch nicht die ganze Geschichte erzählt haben, über den Aufruhr, der uns hierher getrieben hat. Aufruhr? Gab es einen Krieg? Gibt es denn nicht immer? Meine Großeltern sagten mir, dass es Kriegen gab, aber ich habe nie von einem mit ihnen oder ihrer Art. Das überrascht mich nicht. Es gibt nur sehr wenige in diesen Wäldern, die sich noch erinnern. Die Erinnerung ist das Joch der Alten, nehme ich an. Aber ja, als ich ein junger Bursche war und in einer anderen Form als die ich jetzt besitze, lebte ich am anderen Ende des Brunnens. Dort wurde ich geboren, dort bin ich aufgewachsen. Und wenn ich zu träumen wage, werde ich eines Tages dorthin zurückkehren. Warum tun Sie das nicht? Ich kann nicht. Erst wenn ich weiß, dass ich dort wieder willkommen bin. Der Teekocher gießt eine Tasse ein und setzt sich an die andere Seite des Tisches. Ich bin mir sicher, dass Sie nichts von Ihnen gehört haben. Schließlich halten Sie sich versteckt. Aber es gibt diejenigen, die mich bei der erstbesten Gelegenheit zerstören würden. Ach, Entschuldigung. Das sind dunkle Erinnerungen. Ich bin mir sicher, Sie wollen nichts davon hören. Der Erzähler der Geschichte schlürft seinen Tee. Nein, bitte fahren Sie fort. Diese Dinge interessieren mich. Ich bin ein gelehrter Kollege. Erinnern Sie sich? Wie Sie wünschen, gelehrter Kollege. Ich werde so lange reden, bis der Tee kalt ist. Es betrübt mich sehr, das zu sagen, aber wir wurden verraten, wissen Sie? Wir hatten Seite an Seite gekämpft im Krieg gegen diese Fabrik. Wir hatten nichts anderes getan, als ihnen zu helfen, und was haben sie im Gegenzug getan? Sie haben uns zerstört. Sie nahmen so viele unserer Leben und all unsere Namen. Einige von uns flohen hierher, als der Krieg gerade erst begann, aber nicht viele. Nicht viele. Trotzdem hasse ich sie nicht.
Ich bin froh darüber. Ja, das kann ich mir vorstellen. Es gibt ein paar komische Kreuze in der Gegend, die ein Groll gegen die ganze Spezies hegen. Aber ich weiß, dass ihr nicht alle schlecht seid. Es gab schließlich viele, die uns beherbergt, für uns kämpft und sogar für uns starben. Einige kamen, um hier unter uns zu leben, in Frieden zu ruhen. Ich selbst habe einen Menschen in den Hof gemacht. Er kam ein- oder zweimal zu Besuch, aber danach sah ich ihn nie wieder. Ich frage mich immer, ob er durch die Hand eines unfreundlichen Nachbarn gefallen ist oder ob er nur aufgehört hat, sich für mich zu interessieren. Aber das ist jetzt egal. Ich entschuldige mich dafür, dass ich über die alte Flamme geredet habe. Sicherlich sind solche Dinge für Sie nicht von Interesse, Ihr gelehrter Kollege. Im Gegenteil, ich würde gern mehr von diesen Geschichten hören. Das Leben von Ihnen und Ihren Leuten interessiert mich sehr. Ich bin mir sicher, dass es das tut, gelehrter Kollege. Eine starke Brise weht durch die Hütte. Keine der beiden Personen spricht für die folgende halbe Minute. Der dort lebende Hase grunzt und legt eine Hand an seinen Kopf, als ob er Schmerzen hätte. Dr. Japers legt seine Hand auf die Teekanne. Es scheint, dass der Tee kalt geworden ist. Ich denke, es wird Zeit, dass ich mich verabschiede. Was? Sie gehen? Dann sollte ich auch gehen. Dr. Japers erhebt sich vom Tisch. Nein. Ich gehe allein. Danke. Es ist zwar abrupt und es tut mir auch sehr leid, das zu tun, aber ich muss wirklich gehen. Ich bin, glaube ich, schon längst überfällig, nach Hause zu gehen. Was ist... Ich bitte geh nicht! Etwas ist hier nicht... Daran lässt sich nichts ändern. Halt! Was haben Sie getan? Ich weiß nicht mehr... Was ist mit meinem Namen passiert? Ich kann nicht... Dr. Japers verlässt schnell das Haus. Sein ehemaliger Bekannter wimmert dabei und sieht seine Hände an. Nachwort. Dr. Japers kehrte erfolgreich zu Standort 8 zurück, wird aber kurz darauf als vermisst gemeldet. Die Ermittlungen über sein Verschwinden und seinen aktuellen Aufenthaltsort lieferten keine eindeutigen Ergebnisse. Es wurde zunächst theoretisiert, dass Dr. Japers während seiner letzten Mission einen anormalen Einfluss auf seine Physiologie ausgesetzt war. Eine gründliche Analyse zeigte jedoch keine genetischen Anomalien im Fell, das er auf seine Expeditionsausrüstung zurückgelassen hatte.